Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Carmen von Capris Kreativblog. Ich habe ein neues Stativ. Wir filmen heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr die Variante besser findet oder ob ich zu dem alten Stativ wieder wechseln soll. Was will ich mit euch heute basteln? Und zwar sitze ich gerade an einem Adventskalender. Und zwar besteht der aus diesen Türchen hier. Die kann man so anhängen, zum Beispiel an einen Zweig, so mache ich das jetzt. Oder man könnte es auch an den Weihnachtsbaum selber hängen, wenn natürlich der Weihnachtsbaum schon so zeitig steht. Ja, genau. Und das möchte ich heute gerne mit euch basteln. Wir brauchen zum einen ein Designpapier in 6x6 Inch oder 15x15 cm. Ich habe mir jetzt hier schon mal mein Türchendesign vorbereitet und dann brauchen wir noch ein Band, um das ganze Naht natürlich noch als Hänger zu gestalten. Dann benötigen wir ein Lineal, unsere Schere, einen Bleistift, doppelseitiges Klebeband und wir brauchen wieder unser EFCO Mini-Falzbrett, ein Puncher, unser Falzbein und dann benötigen wir noch etwas, um ein Loch hier oben reinzumachen. Es würde auch vollkommen reichen, wenn ihr das mit der Schere macht. Da ich jetzt aber stolzer Besitzer einer Crocodile bin, mache ich das natürlich mit meiner Crocodile. Wir brauchen heute wieder die Vorderseite, die linierte Seite. So, und wir legen uns unser Papier wieder an. Wir haben jetzt hier ein Muster, das wir natürlich dann auch für horizontal haben. Das heißt, wenn ihr wie ich hier so ein Papier habt mit Muster, was jetzt nach oben verläuft, dann müssen wir uns das natürlich auch so hinlegen. Und dann falzen wir einmal bei 1 3/8, dann bei 2 3/4, 4 1/8. Und nochmal bei 5,5. Dann drehen wir uns unser Papier und falzen nochmal bei 5/8. Und dann nochmal bei 2 Inch. Dann ziehen wir uns einmal unsere Falzlinie nach. Und dann drehe ich es euch mal auf die Rückseite, damit ihr die Falzlinien besser seht. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir schneiden einmal hier diese 4 Teile aus. Und dann schneiden wir hier an den langen Stücken ein. Das wird quasi dann unser Verschluss, unser Boden. Den mittleren klappen wir jetzt nach innen. Der bleibt wie gehabt. Und die beiden äußeren halbieren wir. Dann bringen wir auf unserer Klebelasche Klebeband an. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus wie so ein Tunnel, ne? So sieht das dann jetzt aus. Und dann brauchen wir unser Falzbrett nochmal kurz und müssen uns eine Markierung oben machen bei 1,5. Und dann drehen wir uns das Ganze nochmal und setzen wieder eine Markierung bei 1,5 und schlagen wir uns das Ganze auf und ziehen die Markierung einmal auf die Nachbarseite und auch hier nochmal auf die Nachbarseite. Und dann lassen wir die Markierung wieder zurück. Also wir falzen das Ganze wieder zurück und dann nehmen wir uns unser Lineal und unser Falzbein und ziehen einmal von der eben gezogenen Markierung bis hoch in die Ecke eine Diagonale. Und auch auf der anderen Seite einmal. Und dann klappen wir uns das Ganze einmal auf und dann sieht man hier die Falzlinie und das Dreieck. Das ist das hier sozusagen und das hier. Und das schneiden wir uns jetzt weg. Und dann biegen wir uns das Ganze nochmal so rum, dass wir jetzt quasi wie so ein V bekommen. Und dann knicken wir uns unsere Falzlaschen einmal nach. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Und dann können wir uns das Ganze wieder so öffnen. Und dann sehen wir hier schon, haben wir jetzt quasi unsere Verpackung, unseren oberen Verschluss. Damit man natürlich hier gut reingreifen kann, machen wir hier jetzt mit unserem Puncher eine Griffmulde. Das geht ein bisschen schwierig.
wir hier unsere Griffmulde und dann können wir uns das einmal nach innen knicken, um jetzt uns anzuzeichnen, wo das Band hin muss. Dann nehmen wir uns hier in etwa die Mitte, machen uns da eine Markierung. Dann nehme ich mir hier meine Crocodile und gehe mit dem kleinen Loch auf meine Markierung. Dann schlage ich das wieder übereinander, zeichne hier, wo ich mein Loch gemacht habe, einmal den Punkt nach. So, und dann haben wir unsere beiden Löcher, die jetzt nahezu übereinander passen. Und jetzt nehmen wir uns unser Band, machen hier unten in die zwei Enden einen Knoten rein, ziehen den, wenn es möglich ist, einmal ganz bis nach unten und dann auch hier nochmal einen Doppelknoten in meinem Fall, weil das Band sehr dünn ist und das Loch ein bisschen größer ist. So, und dann gehen wir durch das untere Teil, wo auch unsere Griffmulde drin ist, ziehen das Band hier einmal durch. Und dann gehen wir mit dem Band nochmal durch unsere äußere durch und klappen das um und dann ist unser Band drin. Und dann schließen wir die Box unten noch. Würde ich empfehlen, das habe ich bei der anderen Box auch gemacht, dass man hier nochmal die Kanten etwas nachschneidet und hier die Ecken so ein bisschen anschrägt, aber nicht komplett anschrägt, sondern nur die unterste Hälfte, dass man das dann gut hier verschließen kann. Genau. Und dann ist unsere Box eigentlich schon fertig. Von mir kommt jetzt dann noch die Verzierung dran, dass ich auch weiß, welches Türchen das ist. Wie gesagt, da habe ich jetzt schon mal was vorgestanzt. Das ist jetzt einfach so eine Wellenkreisstanze, eine kleine Kreisstanze und halt die Zahl. Und dann kommt das hier vorne drauf. Und dann sind wir schon fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!